Weiber Fasnacht in Ramstedt. Gar die Kindergärten aus dem Umkreis kamen mit ihren Erzieherinnen zum Rathaus nach Ramstein-Miesenbach. Die Hexenstürmung stand nämlich an und der mysteriöse Rabe aus dem Fenster erahnte schon Ungutes. Denn da kamen die Hexen bereits und stürmten das besetzte Rathaus. Den Kalkowski, den hatten sie schnell im Brunnen und der wurde von den Hexen sehr stark bewacht. Alle Rathausmitarbeiter hatten sie eingefangen, doch den Raben hatten sie immer noch nicht. Der versorgte lieber fleißig die Jungs und Mädels mit Süßem. Das neue Zuhause der Mitarbeiter vom Rathaus füllte sich nach und nach mit unter anderem dem fröhlichen Markus Klein, dem sichtlich mitgenommenen Ludwig Linsmeier und Martin Kalkowski. Inzwischen gab auch der mysteriöse Bruchrabe seinen Widerstand auf und fand sich wieder bei seinen Mitarbeitern im Hexenkessel. Apollonia, wir lieben das Leben, lieb und die Lust. Der Gau kann den lieben Rott und hat auch gemerkt. Und doch noch wurden sie fast alle noch festgehalten, bis irgendwann wieder Frieden geschlossen wurde und der freigelassene Rabe zu Wort kommen durfte. Und schön, dass da auch so schön mitgemacht haben. Ich hoffe, dass jeder ein paar Gunste hat. Ganz wichtig, vielen Dank. Der Bruchkatze, der wiechte Hexen, natürlich auch vielen Dank. Das war's. Jetzt singen wir noch irgendein Lied, wenn noch eins aus der Maschine kommt. Und dann geht ihr in die Kindergarten und wir gehen wir was schaffen. Alle. Ja, lieber Bürgermeister, wir haben es alle genau gehört. Und zum Schluss gab es noch ein gemeinsames Abschlusslied mit den Rammsteiner Bruchkatzen und dem Miesenbacher Philäpscher, ehe es für die Hexen weiterging und die Männer mehr oder weniger wieder an ihre Arbeit gehen durften. Gefeiert wurde übrigens bis in den späten Abend hinein zu den Habachtalern, die im Haus des Bürgers zur Altweiber-Fasnacht einluden und für Superstimmung sorgten. Ja, Andreas Gumann und seine Band ließen es noch einmal krachen. Und ich verabschiede mich schon wieder von euch, denn am Sonntag geht es ja schon weiter mit dem närrischen Gottesdienst in der St. Nikolaus-Kirche und der Kinderfasnacht im HDB. Bis dahin, Rallau!